So, herzlich willkommen zurück. Ja. X-Pain Space. Warum braucht eine Lücke eine Textur? Verstehe ich gerade nicht. Egal. Lange Rede, gar keinen Sinn. Wir legen einfach mal los. So ungefähr. Erstmal obligatorisches Kaffee trinken. Schönes Wetter draußen, by the way. Echt schönes Wetter. Nachdem die letzten 2 Tage es ja eher so mild und trüb und regnerisch und super kalt war, ist heute mal wieder so Wetter, wo man sagen könnte, ja doch, schönes Spaziergewetter. Nicht, dass ich jetzt persönlich ein Typ bin, der gerne spazieren geht. Aber ich bin trotzdem ein Typ, der bei so einem Wetter sagt, okay, kann man durchaus machen. Wäre ich jetzt ja nicht so abgeneigt wie im Hochsommer zum Beispiel. Wobei, es ist ja fast. Aber von den Temperaturen her, wir sind ja letztens auch spazieren gegangen bei so einem Wetter. Und da hat man denn sich doch schon so gefühlt wie im Hochsommer. Also es ist draußen tatsächlich mittlerweile so drückend. Ah ja. So, erstmal hier ein bisschen frei machen. Und ich habe mir mal doch überlegt, weil ich würde hier doch gerne Zaun an Zaun machen. Das heißt also nicht, dass ich hier den nächsten Zaun hinmache oder eine Lücke lasse, weil es wäre dumm. Ich meine, könnte man vielleicht tatsächlich doch machen. Nee, auf jeden Fall wollte ich eigentlich quasi die Häuser direkt angrenzen lassen. Das heißt, dass direkt hier das nächste Haus schon ist. Dann wäre es aber mit diesem bunten Zaun nicht gegangen, weil ich wollte eigentlich machen, helles Haus hat hellen Zaun, dunkles Haus hat dunklen Zaun. Das würde aber so nicht funktionieren, wenn die direkt angrenzend wären. Also würde halt nur funktionieren, wenn die wirklich eine Lücke zwischen wäre. Jetzt ist die Frage, machen wir das mit Lücke oder machen wir das ohne Lücke? Ich messe mal kurz aus, ne? Also 1, 2, 3, 4, 11. 1, 1, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5. Hier wäre die Tür. 1, 2, 3, 4, 5. Hier wäre die nächste Lücke. 1, 2, 3, 4, 5. Hier wäre die Tür. 1, 2, 3, 4, 5. Hier wäre die nächste Lücke. Na gut, es würde so oder so hier kein weiteres Haus hinpassen. Dann machen wir das direkt so. Akzeptiert, dann machen wir immer eine Lücke zwischen den Häusern. Bin ich voll mit einverstanden. Das schafft noch ein bisschen Platz, ein bisschen Raum, ein bisschen Atmosphäre. Weg da, weg da, weg da, weg da. Weg da. Nein, nein. Wow. Warum ist da mein ganzer Bauschutt mit drin? Da rein, da rein, da rein. So, das heißt, wir brauchen dunklen Zaun. Hä? Ach, weil es dieser Kreaturenzaun ist. Ach, leck mich doch am Arsch. Ja gut, den können wir natürlich nicht verwenden. Das würde so nicht funktionieren. Da würden wir uns früher oder später aufregen drüber. So, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So, jetzt den Zaun so lang ziehen, wie der andere Zaun auch ist. Upsi. Können wir eigentlich gleich beide Häuser mit einmal bauen? Das macht voll Sinn, das spart Arbeitszeit. Keine Ahnung. Wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Holz. Was ja aber nur wirklich das kleinste Problem ist. So, wir brauchen noch mehr Zäune. Nein. Doch. Wir brauchen noch mehr Zäune. Habe ich gerade schon gesagt, ich weiß, aber ich wiederhole mich gerne. Es ist eine Leidenschaft von mir. Eine Leidenschaft, wo ich sehr leidenslos bin. Leidenschaftslos, macht mehr Sinn.
1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, jetzt müssen wir hier wieder so lang ziehen bis zu dem anderen Zaun. Das heißt, der Baum hier ist im Weg. Wir haben die Axt natürlich nicht dabei. Warum auch? Warum bitte auch? Das macht doch überhaupt keinen Sinn, eine Axt mitzunehmen. Nur weil man sie gebrauchen könnte. Das machen die wie beim BER auch nicht. Also. Und da scheint sie auch zu funktionieren. Weg mit dir. Der andere Baum bleibt hoffentlich. Ja, der Baum bleibt. Sehr schön. So. Ja, bitte wieder rauf. Dankeschön. So, jetzt mal gucken. Das ist hier ein bisschen Bullshit, aber was soll's. Fällt später eh keinem auf. Und wenn doch, hat derjenige Pech gehabt. Was musst du auch so genau hingucken? Hat die mir keiner befohlen. Ich mach mal hier so und dann mache ich nochmal so. Sollte erstmal reichen. So, gibt's hierfür? Naja, natürlich nicht. So und so. Achso, reicht eh nicht. Dafür haben wir zu wenig Stöcker. Egal. So viel Zaun brauchen wir hier erstmal eh nicht mehr. Und später können wir dann sowieso nochmal einen neuen bauen. Von daher passt das so erstmal. So, jetzt kommt hin. Das und das. Das heißt, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, nein, 2, 3. Und ja, ich weiß, die Häuser werden jetzt alle gleich aussehen. Aber genau das sollen sie auch, weil das wirkt nämlich dann, wenn alle Häuser so wirklich so beieinander sind, wie so eine richtig kleine Dorfgemeinde, wie so eine richtig kleine Siedlung. Und man mag es nicht glauben. Aber gerade bei Siedlungen, die so von Einwanderern entstanden sind, da sehen die Häuser tatsächlich immer fast gleich aus, weil die auch zur relativ gleichen Zeit entstanden sind dann. Und genau das, diesen Flair möchte ich hier auch hinzufügen. Gut, die oberen Blöcke brauchte ich eigentlich gar nicht, weil die sieht man ja eh nicht mehr. Kann ich die wieder entfernen? Nee, ne? Hm. Hm. Weil Holz verschwenden möchte ich ja nun wirklich nicht. Also, es gibt doch sowas wie eine Grenze. Ach, ich hol mir gleich mal eine Axt. Die da hinten müssen wir auch wieder abbauen. Von daher. Ach, ich habe eine Axt sogar dabei. Na, schau mal, na guck. Dass mir das aber keiner sagt, ey. Ihr müsst nur mit mir reden. Sonst werde ich hier noch bekloppt. So. Jutschen. So, von außen sieht man keinen Unterschied. Es ist also perfekt. Deswegen, die obersten können wieder ab. Dann sparen wir ein bisschen Holz. Ups. Was ist denn hier passiert? Wer war denn hier schon wieder am Werke? So ungefähr. Sehr schön. Jetzt können wir. Gut, eigentlich bist du hier um gar nichts rauf. Sieht man später eh nicht mehr. Egal, komm, also man muss jetzt nicht übertreiben, ne? Also. Man muss nicht übertreiben, ja. Ja, da, ja, komm jetzt weg hier. Oh, Alter. Nur Stümper hier am Werk. Nur Stümper. Doink. Aua. Alter, das sieht jetzt schon geil aus. Es sieht jetzt schon aus wie so eine richtig kleine süße Waldsiedlung. Und da bin ich noch nicht mal fertig. Was zur Hölle geht hier ab?
Warum ist das so? So, ich bin mal gespannt, wie das mit dem dunklen Holz jetzt hier aussehen wird, weil das haben wir so noch nicht gemacht. Deswegen hoffe ich mal, dass es genauso gut aussehen wird. Sollte aber eigentlich. Vor allem, dass es mit dem Farbwechsel gut aussieht, ne? Dass das eine Haus heller ist, das andere dunkler. Ich wollte damit ja ein bisschen Abwechslung reinbringen, aber was ist, wenn das so gar nicht gut aussieht mit der Abwechslung? Was mache ich dann? Dann haben wir ein kleines Problem. Und dann mit dir. So. Also so sieht es erstmal relativ... Doch, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Dann müssen wir nur gucken, weil ich will hier hinten dann auch noch eine Reihe hinmachen, natürlich, weil sonst dann hier mehrere Straßen sein. Ob wir das dann so abwechselnd machen, dass quasi hier haben wir jetzt quasi hell, dunkel, hell. Meine erste Idee war dann da hinten dunkel, hell, dunkel zu machen. Aber vielleicht sollten wir das dann unterlassen und tatsächlich da auch erstmal hell, dunkel, hell machen. Ich glaube, das passt so tatsächlich dann doch mehr. Ja, bin ich fest dafür. So, jetzt müssen wir hier erstmal wieder Sand verlegen. Mal so hier. Wieso kann ich hier immer weiterbauen? Das macht überhaupt keinen Sinn. Wo bin ich jetzt hier gerade? Achso, upsala. Hilfe, ich komme wieder raus. Doch. Ja, komm. Ach, jetzt kommt. Ah, ist aber gut hier. Tada! So, hier kommt jetzt direkt die nächste Fuhre. Ja, das ist perfekt. Nicht so, wie es gesollt war. Was? Wie es gesollt war, klar. Mein Hirn sollte gesollt sein. Hätte Fahrradkette. So, upsala. Bumm. Schaffe ich den Sprung? Jawohl. Gut, zugegeben war ein bisschen gescheatet, aber das interessiert keinen. Das sind die Tag, du Kacke. Das sind Details. Und die Details sind dazu da, um keine Teile drüber zu verlieren. Nee. Gibt es den Spruch überhaupt? Ich habe keine Ahnung. So, jetzt können wir direkt weitermachen mit dem Dach und ich hoffe, das wird nie im Leben reichen. Das wird. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Ich wette, wir werden es nicht schaffen. Ja, und sowieso nicht. Zum Glück geht die nicht auch noch verloren. Was wär's jetzt? Warum machen wir eigentlich zuerst die Seitendinger? So wird es doch unnötig kompliziert. Ach, ist auch egal. Ich mag komplizierte Sachen. So. Ja, ja. Lass mich durch, ich bin... Ah, Alter, was ist hier los? Boah, ey, dann kriegst du ja hier... Kennt einer von euch Descent? So ein uraltes DOS-Spiel, wo man so Raumschiff gespielt hat, das war damals angepriesen als der als der Doom-Killer. So kam mir das gerade vor, so mit der Steuerung, so gerade so. Halt! Falsch! Das da. So da. Tja, also die Dinger werden wahrscheinlich dann nicht reichen. Ich bin mittlerweile echt am überlegen, ob wir nicht bei dem dunklen Haus doch ein dunkles Dach machen. Mal gucken, wie es so aussieht. Wobei gucken ist schlecht. Meine Tiegel sind sowieso gleich alle. Und um zu gucken, wie es aussieht, müssen wir es erstmal bauen können. Wobei ein kleines Stack haben wir, glaube ich, noch. Noch sind wir nicht ganz leer. Oder? Ja, genau. Dann reicht das ja doch noch. Da können wir mal sehen, wie das... Upsala. Och nö.
Okay. Hab's noch rausgeschafft. Können wir mal gucken, wie es denn fertig aussieht? Ich hoffe nur halb so scheiße, wie ich es mir gerade vorstelle. Zur Not müssen wir doch alle Gebäude hell machen. Dann machen wir doch keine dunklen Gebäude, sondern komplett nur aus hellem Holz. Ich meine, genug Holz dafür haben wir. Das ist kein Problem. Ich wollte halt damit halt nur ein bisschen Abwechslung reinmachen. Aber wenn es dann halt nicht geht, dann wäre es mir auch egal. Dann haben wir doch eine komplett helle Stadt. So, Ehren joins the game. Und davor hat sie geläft. Also das, was Tiere machen, wenn sie Beute erspäht haben. Also vor allen Dingen halt Raubtiere. So, dann entfernen wir mal hier diesen Verkaufsschutz. Habe ich mal eine Schippe dabei? Irgendwie mal irgendwas Effektives hier? Och Mann. Nee. Kriegst du eine Macke, kriegst du da ja. Nee. So. Wenn wir den ganzen Sand abmachen. Das nenne ich mal Geschwindigkeit. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie das von außen aussieht. Es sieht tatsächlich gar nicht mal so kacke aus. Es sieht sogar irgendwie ein bisschen witzig aus. Tja, ich frage jetzt, wie gesagt, lassen wir das so oder eher nicht so mit dem dunklen Holz? Komm, fuck off, wir lassen das so. Es hat irgendwie was. Ich weiß nicht was, aber es hat es. Tada, sieht doch geil aus. Richtig schöne kleine Siedlung. Ich glaube, ich werde auf die Seite auch nochmal Häuser machen. Sieht so besser aus, auf jeden Fall, denke ich mal. Ist doch geil. Guck doch mal, wie das aussieht. Oh, das wird grandios. Da, das wird so genial. Scheiße, bin ich geil. Was? So, hier müssen wir jetzt mal gucken, wie wir am besten unseren Zaun kaputt machen. Danke dafür. Da und da. So, dann sind wir auch schon wieder getrost am Verhungern. Wo ist mein Steak? Hallo? Wo ist das Brot denn? Habe ich in die Kiste gepackt? Das gibt's ja gar nicht. Tatsächlich. Ach, schau mal, da guck. Upsala. Ich muss dabei aufpassen, dass ich bei dem Brot ja viel mehr pro Einheit zu mir nehme und deswegen nicht so oft drücken muss. Was eine Verschwendung. So, hier bitte herkommen. Und dann müssen wir mal gucken, ab wo überhaupt die nächste Straße beginnen muss. Weil wir haben da ja diesen sogenannten Kraterloch. Diesen sogenannten Kraterloch. Ja, nee, ist klar. Ist klar. Ist halt einfach deine Fresse. So. Das heißt, wir haben Dach. Das Kraterloch geht ungefähr bis Osiris. Das heißt, ja, 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 an dieser Stelle, ja, an genau dieser Stelle könnte auch der nächste Zaun. Ich setz mal an hier, ne? Ich mach mal hier so ein bisschen Klinge in den Hals setzen. Hier so. Das ganze Scheiße muss jetzt mal weg. Ein fliegender Baumstamm. Wie macht er das?
Ich sag mal so, scheiß auf Schwerkraft. ASDF-Movie kennt ja sowieso keiner mehr. Diese Welt ist verloren. So, wie war das jetzt? Wie viele brauchen wir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nein. Doch, was denn? 10 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Genau, doch, was denn? Macht doch voll Sinn. 2, 3, 4, 5, 6, 6. Was? Nee, jetzt sind es 7. 7, 8, 9, 10. Dann kommt. Ich glaube mal, der Baum muss auch weg. Oder ich könnte den Baum sogar stehen lassen. Denn ist der quasi die Ecke von dem Zaun, der dann quasi hier so kommt. Macht das Sinn? Macht das so? Doch, ich mach das so. Ja, doch, doch, komm, das hat was. Das fügt dem Ganzen das gewisse. Alter! Das fügt dem Gesamten das gewisse Etwas zu. So. Dann haben wir hier 1, 2, nee, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Passt perfekt. So, das hier lassen wir hier auch so auslaufen. Aber hier muss bitte wieder weggeschüppt werden. Nein, meine Schippe. Nein, mein Inventar ist voll. Also nicht voll, aber das, was ich brauche, ist gerade nicht da. Ich schon wieder. So, erstmal ein bisschen ablagern. Weg damit, weg damit, weg damit, weg damit. Also Sand werden wir echt eine ganze Menge zusammenbekommen. Das könnt ihr euch ja quasi vorstellen. Quasi vor eurem quasi Auge. Quasi. Modo. Ja. So, du da rein, du da rein, du da, 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 da. Und der restliche Scheiß. Da, 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 da. So, ich brauche, danke. Was ist denn hier los? So, wir machen mal gleich mal zwei Schuppen. Nee. Lass mal nicht machen. Am Ende brauche ich nie wieder im Let's Play eine Schuppe und dann habe ich eine Schuppe ganz umsonst gebaut. Ich hasse dich. So. Achso, halt, ja, klar. Mit einer. Ist klar. Gott, so viel Zeug hier. Das sind viele Bäume. Und vor allem hier viel Grünzeug. Ich dachte gerade, das Ding da hinten wäre so ein Strauch hier direkt vor meinem Gesicht, aber ist hinten eine Palme. Ja, ja. Das ist so die Sache mit der Perspektive, ne? So. Alter.
So, damit haben wir den ersten Teil schon mal geschafft, alles eingeebnet. Dann kommt jetzt der nächste Teil. Ich glaube, der Baum könnte sogar stehen bleiben. Der Baum hier, mal gucken. Ich versuche mal hier so viele Bäume wie möglich stehen zu lassen und die in die Zäune zu integrieren. Ob mir das gelingt, ich weiß es doch selber nicht. Lass es mich zumindest mal versuchen. So, erstmal hier alles einsammeln, was hier irgendwie noch rumfliegt. Damit wir das Ganze gleich mal gesondert irgendwie abladen können. Alter, ist ja auf. Einfach mittendrin eine Palme. Ernsthaft? Ich lasse erstmal stehen. Mal gucken. Vielleicht hat die echt so viel Glück und passt so gut in die Landschaft, dass sie sogar stehen bleiben kann. Ah, ist doch schon eine richtig schöne Fläche hier. Gut, dann würde ich mal sagen. Oh, was ist hier los? Was ist denn hier denn passiert? Ja. Bauen wir denn nach der Folge. In der nächsten Folge denn mal die ganzen Zäune. Da werden wir noch ein bisschen was brauchen. Und dann. Ach, guck mal. Inventar ausräumen mache ich auch nächste Folge. Sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann.